Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich euch erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wie immer fangen wir natürlich mit letzter Woche an. Ich habe die ganze letzte Woche Prototype 2 hochgeladen und ich muss wirklich sagen, erstmal an dieser Stelle, danke für euren Support, danke, dass ihr immer wieder gekommen seid, meine Videos angeguckt habt, den Daumen hoch gegeben habt, die in die Favoriten gepackt habt oder einfach nur einen Kommentar da gelassen habt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und das wird noch lange nicht alles sein. Nach Prototype 2 wird Max Payne kommen, Diablo 3. Bis dahin sind es noch zwei Wochen, da werden wir uns auch die Zeit ein bisschen vertreiben, also wird auf jeden Fall genial. Ich werde den Rest vom Prototype natürlich noch hochladen und wenn ihr diese Wochenvorschau seht, dann werde ich wahrscheinlich schon die Review hochgeladen haben zu Prototype 2. Wird auf jeden Fall der Hammer, da werde ich ein bisschen drüber sprechen, wie ich das Spiel so finde, die ganzen Attacken und sogar die coolen Sprüche und ich werde einfach ein bisschen meine Bewertung dazu abgeben. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Und das ist natürlich noch lange nicht alles. Ich werde dieses Jahr noch Medal of Honor spielen, Far Cry und alle großen Titel, die ihr euch vorstellen könnt, Guild Wars 2, werdet ihr hier in meinem Channel finden, natürlich in der höchsten Qualität. Und da diese Woche leider nicht wirklich viel rauskommt, es wäre also eine super langsame Woche, reden wir ein bisschen über Max Payne, denn ich habe alle Teile von Max Payne gespielt bisher. Super brutaler Spiel, macht aber wirklich super viel Spaß. Die Geschichte wird wirklich immer in diesen Comic-Parts erzählt, was wirklich super geil und super atmosphärisch gemacht ist. Aber wo ich am meisten, ehrlich gesagt, drauf gespannt bin, ist noch nicht mal der Singleplayer-Modus. Ich habe gehört, die haben es geschafft, die Entwickler den Bullet-Time-Modus in den Multiplayer zu integrieren. Also das, finde ich, ist der absolute Hammer. Ihr kennt ja Bullet-Time, Matrix, ne? Schön durch die Luft sprengen und dann ein bisschen schießen. Der absolute Hammer. Ja, aber auch die ganze Physik in dem Spiel, die ganzen Modelle, wie die angeschossen werden, dann zurückfliegen und bluten und so. Das ist schon der absolute Hammer, da freue ich mich schon riesig drauf. Und natürlich Diablo 3, ich habe vor kurzem die Beta gezockt. Ich wollte sogar ein paar Videos machen, aber leider hat es wirklich die ganze Zeit geleckt und wir sind immer vom Server geflogen. Ich musste die Aufnahme immer neu starten, das war so nervig, aber es kommt ja bald raus. Also. Und die Beta haben sowieso schon die meisten gesehen. Naja, was soll man machen? Shit happens, würde ich mal sagen. Ich habe auch Diablo 2 vor kurzem angefangen nochmal zu zocken, weil ich konnte es eigentlich ehrlich gesagt kaum aushalten. Als die Beta vorbei war, habe ich einfach nochmal Diablo 2 angefangen. Mit dem, was habe ich mal gespielt? Paladin. Ich liebe Paladin, der Eifer-Paladin zum Beispiel. Der ballert einfach nur drauf, das ist der absolute Knöller. Totenbeschwörer ist auch super geil. Und ich habe es glaube ich jetzt schon mehrmals gesagt in meiner Wochenvorschau, ich werde den Barbaren spielen, weil der Barbar ist einfach so genial. Der kann da reinspringen und dann muss er einfach... Das ist der absolute Hammer, der Barbar. Ist super genial. Guter Kollege von mir wird den Mönch spielen. Der ist eigentlich fast so wie der Barbar, aber der kann sogar noch ein bisschen heilen mit seinen Attacken. Das ist wirklich schon der Hammer. Und wir werden wahrscheinlich noch eine Zauberin da haben. Also werdet ihr das volle Paket haben. Wird auf jeden Fall super genial. Und worüber könnten wir noch reden? Call of Duty wird am 1. Mai angekündigt. Ich habe schon ein paar Screenshots gesehen und die haben auch so eine Drohne gezeigt, die in dem Spiel vorkommt. Es wird wahrscheinlich nicht in den 60er Jahren zum Vietnamkrieg wieder spielen, wie in Black Ops 1 jetzt zum Beispiel, sondern mehr wieder in der Zukunft. Wo genau, weiß ich leider nicht, aber ich freue mich schon riesig, das neue Gameplay zu sehen. Ich spiele schon seit Call of Duty 2 und ich kann einfach nicht genug kriegen, ganz ehrlich. Und ich denke, da gibt es viele von euch, die das genauso sehen. Und ja... Das war es auch fast schon für die Wochenvorschau, würde ich sagen. Es kommt wirklich leider nicht so viel raus wieder die nächste Zeit. Wie gesagt, Max Payne 3 und Diablo 3 werden zeitgleich starten auf meinem Channel. Ihr werdet die ganzen Parts sehen. Ich werde mich auf kein Spiel großartig konzentrieren. Ich werde gleichmäßig immer schön die Parts hochladen, dass ihr wirklich von allem was seht. Und ich habe immer 3 bis 6 neue Videos am Tag von den neuen Abonnenten, die es noch nicht wissen. Manchmal sogar auch mehr. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Und worüber ich noch ein bisschen sprechen wollte, ist... mir wurden leider Parts gesperrt von IGN. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Hat mich auch furchtbar aufgeregt. Da kann ich wirklich leider gar nichts machen. Tut mir auch wirklich leid, wenn ihr die verpasst habt. Aber ich weiß, es wurde einfach als Third-Party-Content irgendwie aufgedeckt. Keine Ahnung. Haben es gesperrt. Ich habe es mehrmals versucht zu löschen, hochzuladen. Und hat nicht geklappt. Und anstatt, dass ich da einfach stehen bleibe, habe ich gedacht, ich lade einfach die Parts wieder neu hoch. Also weiter hoch die Parts, die ich da zur Verfügung noch habe für euch. Und dann hat sich einfach die Sache... Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Parts noch irgendwie freizuschalten, dass ihr die sehen könnt, aber im Moment kann ich da wirklich leider nicht viel machen, also sorry dafür. Ja gut, wirklich eine kurze Wochenvorschau dieses Mal, würde ich sagen. Wie gesagt, Prototype 2, die Review wird kommen, wenn ihr das Video schon gesehen habt, müsste die Review eigentlich schon hoch sein, wenn nicht, wird sie auf jeden Fall noch folgen. Und ja, bald Max Payne, Diablo, ich kann es kaum erwarten, ich werde noch viel, viel mehr spielen dieses Jahr für alle meine neuen Abonnenten. Ich habe es ja schon gesagt, Medal of Honor, Call of Duty, Far Cry,
All die großen Titel werdet ihr hier in meinem Channel sehen. Freut euch schon drauf. Ich werde auch bald einen Abonnentenzocken machen, wo alle meine Abonnenten joinen können. Und wir zocken irgendwelche Spiele, sei es Call of Duty, sei es Counter-Strike, was ihr wollt. Wir zocken es zusammen, wird auf jeden Fall super viel Spaß machen. Wenn ihr zocken wollt, ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Dann könnt ihr mir einfach euer Gamertag in die Kommentare schreiben. Aber jetzt noch nicht. Jetzt haben wir erstmal ordentlich viel zu tun mit Max Payne 3, Diablo. Ich werde noch ein extra Video dazu machen. Und wir sollen uns dann auf jeden Fall, wird auf jeden Fall super viel Spaß machen. Team Fortress 2 könnten wir auch zum Beispiel spielen, falls ihr es habt. Nur so als kleiner, weiß ich nicht, so eine kleine Idee einfach. Okay, dann würde ich mal sagen, war's das? Erstmal für die Wochenvorschau, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, das hilft mir wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später. Macht's gut.